Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Schnee und sowas, vorhin hat es ein bisschen geschneit, ja? Einen fröhlichen 2. Dezembertag an euch alle. Heute war in meinem Adventskalender, das hier ein Kalender in meiner Lieblingsfarbe, grün, sogar so ein bisschen metallic und sowas, ultra cool. Ja, das habe ich halt von meinem Mädchen bekommen. Und sie hat von mir eine Fuchs-Ausstechform für Plätzchen bekommen, weil sie Füchse unter anderem auch mag. Soweit dazu. Mein heutiges kleines Thema, das ich über mein Leben erzähle, ist über meine Kindheit. Ich bin 1990 geboren, ich bin 24 Jahre alt, habe in meiner Kindheit, ich weiß nicht genau bis wann, also mindestens bis ich 10 war, sehr gerne und sehr viel Zeit draußen verbracht. Wenn wir bei uns aus dem Garten rausgegangen sind, hinten die Tür raus, waren wir sofort in den Weinbergen gestanden, konnten die hochgehen in den Berg, da war dann nichts. Das war schon sehr, sehr cool für uns Kinder einfach, weil wir halt dann sofort Lager bauen konnten, wenn der Wein fertig war, also Weintrauben naschen, alles mögliche. Es war richtig cool. Räuber und Gendarmen spielen und so Kram. Ich hatte damals zwar auch schon einen Laptop von meinem Vater bekommen und hier liegt Dreck auf dem Boden, ich bin gerade ein bisschen am Aufräumen. Oh, daneben. Und hat auch eine PlayStation 1 und auch Gameboy-Kram. Und dennoch bin ich tatsächlich bis zu einem gewissen Alter viel, viel lieber rausgegangen. Das kann ich mir heutzutage jetzt wieder sehr gut vorstellen, lieber rauszugehen, wie irgendwie an den Dingern zu hocken. Zwischendurch, also ich habe dann, wie es jeder Zocker eben, wie fast jeder Junge, fast jedes Mädchen, Moment mal, nein. Aber wie es viele eben so haben, diese Zockerphase über mehrere Jahre hinweg, wo man wirklich nur vom PC hockt, das hatte ich natürlich auch. Aber ja, in meiner Kindheit gab es tatsächlich so Phasen, da ich hatte ein paar Kumpels, die sind immer zu mir gekommen, um PlayStation zu spielen. Ich habe oft irgendwelche Sachen erfunden, damit wir dennoch rausgehen und einfach was Schönes spielen. Wir hatten einen richtig coolen Spielplatz bei uns aus Holz. So eine große Holzburg, nicht mehr so wie jetzt heutzutage alles so aus Metall und nur so ein paar Sachen, sondern wir hatten eine große zusammenhängende Burg, in der man sich verstecken konnte, rumlaufen, rumklettern und sowas. Sowas hatten wir, das war richtig geil. Und ich wollte eigentlich immer auf diese Holzburg mit diesen kleinen Waffen aus dem Rufo Kinderland. Peng, peng. Also nicht mit Kugeln, sondern Stinkeplättchen. Pff, oder mit den Ringen, mit den 8er oder 12er Ringen. Bam, bam, bam. Das wollte ich immer machen. Also die Kollegen auch. Aber ab und an war es tatsächlich so, dass halt jemand kam und nur zum Zocken da war, und dann habe ich immer gesagt, habe ich dann sowas gesagt wie, ah, der Controller ist kaputt oder ich habe die irgendwas, was man halt so als Kind sagt, irgendwelche behinderten Sachen. Ich habe auch, wenn ich nicht auf Geburtstage wollte, mehrfach gesagt, dass meine Oma gestorben ist, bis dann die Eltern kamen und gesagt haben, wie oft stirbt deine Oma denn? Wisst ihr, so ein Kind war ich, um keine Ausrede verlegen. Und jetzt werde ich tatsächlich sehr oft gefragt, ob ich vorhin habe ich irgendwas gelesen, ob ich Steam tot bin oder sowas. Habe ich auf Twitcher gelesen, weil ich ein paar Tage nicht online war. Also es ist echt, es ist schwierig für mich das letzte halbe Jahr irgendwas zu machen, weil einfach so wenig Zeit da ist, so wenig Zeit und so viele Sachen zu machen, so viele Sachen. Ich werde dann immer gefragt, hey, hast du Bock zu zocken? Ja, habe ich, aber keine Zeit. Keine Zeit. Ich werde wahrscheinlich langsam alt. 24 ist wohl so das Alter. Wenn ich alles erledigt habe und sowas, dann kann ich in Ruhe zocken. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Ja, also vielen Dank, das war die Tür, die zweite Tür, 2. Dezember. Das Video ist jetzt, glaube ich, jetzt ist 22 Uhr oder sowas. Und wehe, guckt euch nicht an, sonst bumm ich euch ja nie. Okay, also dann vielen Dank fürs Zusehen, bis morgen dann, ja? Tschüss!